Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Info-Video. Ich habe ganz wichtige Infos für alle Watson-Spieler. Es gibt einen Grund, warum ihr sie zurzeit nicht unbedingt spielen solltet. Das ist echt ein ziemlich abgefuckter Bug, der da gerade zurzeit unterwegs ist. Das Video wird sehr, sehr kurz. Ich habe danach gleich noch vor, ein anderes Video rauszuhauen. Es sind nämlich noch ein paar neue Informationen rausgekommen. Ich möchte aber diese Infos über Watson einzeln verpacken, weil das doch echt eine wichtige Sache ist, damit das auf YouTube besser auffällt. Und dadurch, dass das Video sehr, sehr kurz wird, möchte ich euch am Ende des Videos mal noch kurz vorstellen bzw. erzählen, was ich diese Woche noch alles an Videos raushauen möchte. Deswegen bleibt bis zum Schluss dran und nach dem Intro geht's direkt mit den Watson-Infos los. Where's my money, bitch? Was genau ist das Problem? Ich habe gleich ein Video für euch, was ein Reddit-User zeigt, dem dieser Bug aufgefallen ist. Was genau ist passiert? Man sieht ganz viele Elektrozäune von Watson und ein Mirage-Spieler ist unterwegs. Und das ist genau das Problem, der Mirage und sein Hologramm, was er nach vorne schicken kann. Wenn dieser Mirage das Hologramm durch so einen Elektrozaun jagt, dann kann es sein, ich weiß nicht, ob das überall so ist oder ob das nur zufällig auftritt, auf jeden Fall zeigt er die genaue Position von euch an, sobald das Hologramm durch diesen Zaun gewandert ist. Meter genau, das kann auch sein, dass eure Teammates dann angezeigt werden. Sicherlich muss das jetzt nicht zu 100% ein Grund sein, Watson nicht mehr zu spielen, aber solange der Bug nicht weg ist, ist das auf jeden Fall für mich ein Grund, warum man nicht zwingend einen Watson in seinem Squad haben muss. Wenn man ein gutes Squad ist, kann man das sicherlich ausgleichen, aber das ist schon eine ziemlich fiese Sache. Ich zeige euch jetzt mal von dem Reddit-Nutzer dieses Video und ihr könnt mir danach gerne mal in den Kommentaren schreiben, was ihr davon haltet. Ich finde es echt eine finstere Geschichte. Hier das Video für euch. Zieht es euch mal genau rein und achtet mal gleich, sobald das Hologramm hier durchgelaufen ist, hier auf diesem Bereich. Ich pausiere dann auch jetzt mal das Video. Zack. Hier seht ihr Meter genau, wo ihr gerade seid als Gegner sozusagen. 66 Meter. Ob das jetzt nur der Standpunkt von Watson ist oder das gesamte Team, ich nehme mal an, es wird nur Watson sein. Ich habe aber gelesen, dass das auch das gesamte Team anzeigen kann. Ja, ist ein ziemlich finsterer Bug, wie ich finde. Ich hoffe, dass das schnell gefixt wird. Wie gesagt, das war's von den Infos soweit über Watson, warum man sie vielleicht jetzt erstmal nicht spielen sollte. Ihr könnt auch gerne mal reinschreiben, ob ihr sie trotzdem spielt, euch das scheißegal ist. Jetzt möchte ich euch kurz noch sagen, was ich diese Woche noch so außer Livestreams vormittags geplant habe. Jetzt gleich im Anschluss möchte ich noch ein Video raushauen. Es wurden wieder ein paar Sachen gepatcht, beziehungsweise einige Sachen. Dann habe ich noch Informationen, was bald kommen soll. Das ist auch sehr, sehr interessant für viele von euch, die sich das wahrscheinlich sehr, sehr lange wünschen. Ich sage nur Sprachausgabe. Dann möchte ich im Laufe der Woche noch zwei Pack-Opening-Teile raushauen. Ich möchte ein großes XXL-Pack-Opening machen. Das sollen aber zwei Videos werden. Ich habe schon mal eins gemacht, das ging aber 36 Minuten. Das waren 100 Packs. Und 36 Minuten für ein Video ist doch sehr, sehr lang. Deswegen möchte ich das in zwei Teile splitten. Und dann möchte ich diese Woche noch ein Tipps- und Tricks-Video machen für Anfänger. Also das soll sich hauptsächlich darum handeln, wie man sehr schnell levelt in Apex Legends Season 2. Das, wie gesagt, das richtet sich hauptsächlich an Anfänger und Neueinsteiger, die seit Season 2 vielleicht richtig Bock auf Apex Legends bekommen haben. Das war's soweit von mir. Lasst gerne einen Daumen für dieses Video nach oben da und ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr keine Infos mehr verpassen wollt. Und im Anschluss kommt dann, ich sage mal so eine Stunde später vielleicht, kommt dann schon das nächste Video für heute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.